Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Mein Name ist Fogato, mit mir spielt der Lumpy, der Lex und ganz neu dabei der Vero. Hallo. Da sieht man ganz gerade die nette Dame, die gerade so auf uns zuläuft. Weißt du, wo ist die nette Dame? Die läuft da unten. Die läuft da unten gerade auf uns zu. So. Die gerade am Tümpel was zu trinken holen war. Genau. Oder hinten ist eine Schildkröte, kann das sein? Das kann sein. So, wir packen unser Köfferchen und gehen nach unten, weil wir haben hier oben dezenten Wasser, Holz und alles andere Mangel. Ja, und irgendwie so ein Superlagermangel. Superlagermangel, ja, der Vero, der hat gerade... Der steht noch da unten. Warte mal, was ist mit dem Feuer her? Sei so froh, dass das Vieh noch lebt, du. Löschen. Ja, was kann ich dafür, wenn ich teleportiert werde, währenddessen ich Holz abbaue? Ja, vorsichtig sein vielleicht. Ja. Ah, wir haben wieder... Ja, Fogato, nimmst du 7 Scheine auch mit? Achso, ja, klar. Oder sollte jetzt mal... Wie du willst. Machen das nochmal. Ja, ich möchte offen sein, ne? Wer Lagerfeld sieht, da steht V2. Wir sind gerade offscreen noch ein bisschen Farm gegangen, um Level 10 oder ein bisschen höheres Level zu erreichen, weil bei Level 10 geht's weiter los. Und dann hat ein Sarko, also ein Riesenkrokodil, hat mein Lagerfeld Version 1 getötet, einfach mal, der Wichser. Und dann haben wir schnell mal eben noch einen anderen gezähmt. Ja, war zufällig noch einer da. Ganz zufällig, ja. Das ist nämlich die Seele von Lagerfeld gewesen. So, warte mal, Lumpy läuft vor, ne? Lumpy, du wolltest uns ansagen, wo du hin möchtest, ne? Ja, ich laufe hier vor, wir gehen erstmal in den Tümpel. Wir holen erstmal mein Superlager ab. Okay. Er backt. Nein. Dann würde ich sagen, wir bauen um das Superlager herum, bauen wir unsere Base, ne? Ja, das wäre dann vielleicht ratsam. Ja, da hast recht. Ja, wir haben ja Wald und alles in der Nähe. Oh, ich fühle mich gerade schlecht. Boah, jetzt wollte ich vor der Aufnahme noch gucken. Man kann irgendwo diesen Shake-Effekt ausschalten. Ja, beim nächsten Mal. Ja. Fogato, wie war der Befehl zum Folgen? Also bei mir ist es T. Ja, du klickst aber den Dino an. Ich weiß nicht, welcher Standard war. Wie ein Dino anklicken. Ja, anklicken und dann, also mit E und dann unten rechts. Warte kurz, ich guck mal ganz kurz. Ah ja, sie läuft wieder. Ah, ich sehe es. Läuft zurück, alles klar, super. Bei mir hat es Superlager nämlich gerade nichts gemacht. Ja, die ist jetzt gerade erst wieder hochgelaufen. Komm, Superlager, komm. So, was haben wir denn hier alles? Metall. Wir müssen sowieso dann mal die Lager aufräumen, ne? Wenn wir da mal Schränke haben oder so. Ja, wieso? Folgt mir mein Dino nicht mehr. Ich muss auf T drücken. Ich glaube, ich habe U gedrückt. Drück mal bitte einmal T. Oder wo bist du denn? So, jetzt, was ist, wenn ich U drücke? Nö, hast vielleicht U gedrückt, aus Versehen oder so. Ja, oder ich habe, wie ich nachguckt habe, wo das ist. Weil ich kann ihn nicht befehligen. Diese Unfollowed, bitte. Unfollowed? So, wobei, warte mal, Superlager? Warte mal, wir sollten doch dem... Aber wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir jetzt hier hin oder noch näher ans Wasser, würde ich sagen, oder? Lumpy sagt an. Ja, wir laufen erstmal in Richtung Wasser, würde ich sagen. Oh, jetzt hat gerade... Okay. Ach, der Schatten mit der scheiß Giraffe da, ne? Alter. Der ist gut, der spendet uns Schatten, das ist ganz gut, wenn es zu heiß ist. Alter. Ja, dieses Getrampel, ne? Ja, warte mal, ich guck mal ganz kurz in den Optionen hier. Filmeffekt, Entfernungsschärfe. Irgendwo war es. Umgebungsverdeckung? Nein. Leute, wir haben ein Problem, hier sind Klippen. Wie Klippen? Da sind nochmal Klippen da vorne. Oh. Der ist doch gut. Ja, da geht's nochmal runter. Achso, da geht's. Das ist da runter geht, das weiß ich ja. Ist das ein Raptor da vorne? Ich weiß es nicht. Das ist ein Dilo da unten. Du meinst unten links? Da hinten links an der Küste? Ne, das ist ein Dilo. Ah, okay. Also, würde ich sagen, wir gehen so den Wald hier noch durch und lassen uns da in Richtung dieses roten Dings da. Alles klar. Dieses roten Turms da mal nieder. Und tschüss, Lumpy, ist ein Superlager? Ne, doch nicht. Ihr müsst auf den Wendekreis achten, ne? Also, ich will doch mal sagen, wir holzen einfach, oder ich holze den Wald ab. Ja. Mach mal Rodung, ja. Ich holze auch den Wald ab, weil sonst unser Superlager nicht durchkommt. Kann der die nicht umreißen? Ist der nicht groß genug? Probier's mal da durchzulaufen. Ich glaube, der reißt die einfach um. Ja, dann haben wir das Holz ja nicht, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben doch genug hier. Nein. Hallo, die Menschheit existiert noch nicht, ja? Nein, gibt's doch keine Ausrottung. Das ist kein Bronto, der reißt die nicht um. Nicht? Ehrlich nicht? Doch, ja, doch, hat doch, er gesagt. Doch, er reißt sie um. Scheiße. So, hier unten habe ich gerade das Sarko-Problem gehabt. Der scheint von hier gekommen zu sein. Zumindest habe ich da einen gesehen. Unten am Wasser. Ach, da ist noch einer, oder was? Ja, da wäre ich nämlich beinahe gerade eben reingerannt. Das ist schlecht. Entweder ausrotten, weil dann spawnen die hier nicht mehr so schnell. Wenn wir uns hier ansiedeln mit Dings,
Achso, wenn wir große Viecher zähmen, auch drumherum schön Foundations machen, weil dann spawnt da nichts in nächster Umgebung. Ist für unseren Vorteil. Da hinten ist ein Frosch auf der anderen Seite, die sind gut. Wo ist denn unser Team? Alex ist dahin, der Holz. Ja, ja. Ah, ich hatte doch... darf ich mal ganz kurz aufs Superlager greifen? Bleib mal bitte stehen. Natürlich. Kannst du dem Vero zumindest schon mal Stoffzeug machen? Ich? Ja. Stoffhemd. Genau, und Hose, glaube ich, ne? Hose muss ich auch nochmal aufs Lager zugreifen. So, wo ist der Simon? Der Vero, Verzeihung, komm mal ran. Hier hast du Handschuhe. Na komm. So. Und Schuhe. Ich könnte auch noch einen Hut für ihn machen zur Not. Ja, bitte. Dass wir alle alles haben. Warte mal, die muss ich mal kurz reparieren. Ne, die muss ich reparieren. So, ich hab da so eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Das ist gut, wir wissen dann immer, wo du bist. Ich bin bei euch. Achso. Vero, Regel Nummer 1, Spitzhacke machen. Ja. Bevor du dich hier kaputt... Ey, bleibst du mal stehen? Simon, bleibst du hier? Hier, ich lass dir mal was fallen. Ich lass den Lagerfeld mal eben hier. Oh, ich muss mal ans Wasser, glaube ich. Ja, ich komm. Ich bin auch am Wasser. Ich bin unten links am Wasser. Da hast du noch was. Oh. Warte. Den Gefallen erwidere ich dir. So, wie sieht es denn hier auf der Insel aus? Ist es hier gefährlich? Ja. Boah, da hinten ist ein schöner Dino. Wo? Oh, nein, ich soll das lassen, Sollte keine Teamkameraden umbringen. Lumpi sollte keine Teamkameraden. Der sieht cool aus, der Bronto, ne? Ja, ne? Der sieht richtig nice aus. Aber das Wasser ist nicht tief genug, ich bekomme kein... Dings, kein Wasser zurück. Du musst E drücken, oder? Was E? Im Wasser musst du E drücken, ja? Ja. Ach, lol, so. Scheint doch zu gehen, wa? Hier vorne sieht doch ganz nice aus, oder? Laberst du mir hier alles nach? Hab ich gerade auch schon gesagt. Hier sieht zwar nice aus, aber ich weiß nicht, wie ist das denn? Ja gut, mit Spawnpunkten, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, ne? Ich meine, wir sind ganz gut hier. Was ist denn, wenn wir uns unterhalb von diesem Teil da setzen und dann da einen Zaun rumbauen irgendwie? Weißt du? Du meinst da hinten? Ja, da wo ich hinschaue, genau. Da unten drunter irgendwie, da ist auch ein dicker Stein. Das ist auch ganz nice, hab ich auch schon so. Lass mal gucken gehen. Vielleicht. Ja. Wie bringe ich jetzt nochmal den. Ich hoffe, du hältst jetzt an. Aber Lupi, du knackst immer noch, ne? Ja, keine Ahnung, woran das liegt, du. Mal gucken, vielleicht mal. Kannst vielleicht mal machen, dass dein Dino nicht überall rumrennt. Och man, der rennt mir immer noch nach. Der sollte mir eigentlich nicht folgen. Oh, guck mal, hier sind auch Steine. Hier kannst du gut alles. Hier musst du nicht so viel bauen. Was ist das hier? Das ist keine Höhle, ne? Okay, nee. Ja, hier wäre nice, denke ich. Wie ist das denn mit der Versorgung, was Bäume angeht? Also auf der anderen Seite definitiv, ne? Auf der anderen Seite, da kommst du schnell rüber. Das Wasser ist recht flach, okay. Das sind keine... Oh, warte mal, apropos flaches Wasser. Du Superlager... Deaktivieren. Lumpi, ich gehe ganz kurz mal hier oben hoch und guck mal, wie die Lage da oben ist, ja? Vielleicht ist das auch ein Vorteil. Okay. Okay. Dass, wenn ich schreie, dass du weißt, wo du lang musst. Ich gehe hier links hoch, von dir aus gesehen. Also wollt ihr jetzt darüber umziehen gleich? Ja, wir checken noch. Ja, ich denke mal, das hier ist ein guter Platz. Und dann hole ich gerade mal die anderen beiden noch nach. Wir können, glaube ich, auch Leitern machen. Was ist das denn? Hier ist irgendwie eine komische Pflanze. Also, ich habe nur einen Stein aufgesammelt, alles klar. Hier sind coole. Hier ist schön. Achtung, gerade irgendwas kommt, glaube ich, dir hinterher gescheißert. Das ist ein Dilo, glaube ich, gewesen. Der hat mich schon angeschrien. Ja, das passt. Ja, wo hier oben ist noch ein Schrein. Den mache ich dann platt. Ach, guck mal hier. Hier oben? Okay, hier ist einfach nur eine Plattform. Okay, hier sind aber Bäume. Kämpfst du? Ja, ich kämpfe. Ei, was macht ihr denn? Shit. Setz deine Daneben auf Passiv. Wo bist du denn? Hab ich. Er ist tot. Okay. Alles gut. Achso, du bist mir hinterhergekommen. Okay. So, pass auf. Hier unten ist jetzt... Also hier oben ist jetzt viel Platz. Wo sind wir denn hier? Hier sind Paras. Was, hier sind jede Paras? Menge Trikes. Ich habe Paras, ja. Hier ist eine große Steppe und da hinten ist jede Menge Wald. Also das ist eigentlich ganz gut. Hier könnten wir eigentlich die erste Zeit bleiben. Würde ich sagen. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob da hinten nicht eventuell ein Problem auf uns lauert. Und zwar? Wir bräuchten ein Fernglas. Ich hoffe es... Ich habe
Angst. Was für. Ich hab Angst. Ich, wie gesagt, aus der Ferne, es könnte. Dann, wo bist du denn, Lumpi? Dann sag mir doch, wo du bist. Wo bist du denn langgelaufen? Dann kann ich zu dir kommen. Ich bin ein Stück weiter, also ich bin ein Stück weiter den Strand langgelaufen, wo du hoch bist. Okay. Und bevor du da um die Ecke bist, hoch, also an der Ecke, wo es hochgeht dann. Mit den pinken Blumen. Ja, ich seh dich. Da ist. Ach, da hinten ist ein Kanu. Okay. Alles klar. Hier oben ist irgendwie kein Stress, wenn der uns nicht so. Dann machen wir doch easy, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, die sollten wir erst mit den Pfeilen machen. Entweder wir kriegen den so gepult, dass der hier unten steht und wir von oben mit Dings drauf machen können. Was? Wenn wir den so gepult kriegen, dass der sich hier unten im Stein festbackt, dann haben wir den. Ist aber kein T-Rex, ne? Ne, das ist kein T-Rex. Ja, wie gesagt, das war ein bisschen von der Weite, ein bisschen klein für ein T-Rex, aber trotzdem. Ja, das ist ein Raptor. Wo ist ein Raptor? Ach, da hinten. Oh, shit. Ja, die müssen wir erst ausrotten, bevor wir hier was machen können. Der ist noch weit genug weg. Der macht so schnell keine Probleme. Ja, und ich bin auch in sicherer Entfernung, um mir das anzugucken, falls er nicht weit genug weg ist. Ja, ich weiß nicht, Jungs. Wollen wir uns hier aufschlagen? Ja, ich würde sagen. Unten oder oben? Also wir können ja erstmal unten hingehen, am besten. Erstmal unten, ja. Vielleicht. Erstmal unten, dann haben wir schon mal einmal den Rücken frei. Ja, unten, da haben wir hinten den Rücken frei, wir haben Wasser, wir haben erstmal alles, bevor wir Wasserversorgung bauen können. Okay, dann ist ein Raptor, der wieder abhaut, das ist ganz gut. Wie gesagt, und von den Dinos Gefährdung ist gerade noch gering. Ja. Und guck mal, hier können wir, nee, warte mal, hier nicht. Können wir, hier haben wir schon Steine, da können wir das irgendwie ein bisschen besser zubauen sogar. So, alles klar, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Heimatphase. Alex, hast du die... Ach, du hast die Tracks mitgebracht, sehr schön. Ja, ich habe schon alles sehr gut hergeholt. Ja. Alles hergeholt. Jetzt fragt sich nur, wo fangen wir hier an? Machen wir das hier in dem Bereich? Vor allem, was ist denn mit Zäunen? Wann kriegen wir denn diese Holzzäune? Wäre natürlich interessant zu wissen, ne? Zäune wird nämlich ein bisschen doof, glaube ich. Keine Ahnung, Level 10 müssen wir erstmal erreichen. Also, warte mal, Holzwand. Ne, warte mal, ich hab Holzwände. Ja, aber nur für die Fundamente, ne? Glaube schon, ja. Zumindest habe ich Holzfundamente und Holzwände. Ist das hier? Ich glaube, Level 10 haben wir das richtig. Ab Level 10 haben wir das schon, dann ist es gut. So. Das dauert ja nicht mehr so arg lang. Ich bin schon halber soweit. Arg lang? Ja. Ja, gut, dann. Ist irgendwas Böses. Wer lockt's nicht her? Ich will's nicht. Da komm, andersrum über den Hügel zurück. Ich bin schnell stiften gegangen. Da sollten wir aufpassen, ja. Zur Not setzt mal alle Monster auf neutral am besten, genau. Aber ich bin jetzt nur auf Unfollowing gemacht. Ich setze sie mal auf neutral, weil dann greifen die zur Not an, falls wir was übersehen. Wenn der Kanu ankommt oder so. Ja. Ja, Alex, ich würde sagen, erstmal 4x4 Haus oder so. Jo. Aus Holz erstmal, oder was? Ja, aus Holz. Dass wir was haben. Ist die aggressiv? Ich glaube, wenn du sie angreifst. Wir wissen, was für ein Level der ist. Tun sie 18. Dir nichts. Tun sie nichts. Okay, dann pass auf, dann gehe ich jetzt Holz sammeln, würde ich sagen. Wo ist es? Warte mal, ich kann uns eine Holzhaushütte bauen, bestimmt schon. Komplett? Sehe ich gleich. Was, 4x4 hast du gesagt? Ja, erstmal, ne? Da können wir alles reinballern. Ein Lagerfeuer? Ich habe Lagerfeuer noch nicht. Ich skill jetzt auch einfach Lagerfeuer. Ja, okay. Ja, habe ich auch mal getan, also irgendwann mal. Komm, so. Also, ist alles nicht so schlimm. Holz habe ich schon mal ein bisschen gesammelt. Sehr gut. Alles ins Lager. Wo ist denn das Superlager? Ach, da oben. Das Superlager steht immer noch bei uns. Okay, doch, ich brauche auch ein bisschen Holz. 80 Holz kostet so ein Fundament. Wollt ihr mich verarschen? Oh ja. In dem einen Dings ist noch jede Menge drin. Stein und Holz und Stuhl. Bulli hier hinten sieht auch nicht schlecht aus. Was sieht nicht schlecht aus? Hier hinten dieses Kuhle da zwischen den Felsen. Eine Kuhle? Vielleicht kann man sich da gut einbauen. Hoppala. Ja, ich hänge hier gerade irgendwie fest. Oh, ich bin überladen. Kann mich gar nicht mehr bewegen. Hier hast du über 100 Holz. Ja, Moment. Wobei, warte mal, ich sammle meine 16 Holz auf. Tut mir leid, aber 100 Holz liegen da. Aufgesammelt hier. So, dann beginnt es. Wir fangen an zu farmen, liebe Leute. Ich kann mich wieder bewegen, nice. Hier ist Holz und so?
Ja, Moment. Ich bin sonst überladen, wenn ich das nehme. Und die. Und die Dinger jetzt hin, hä? Bei Adal. Hier. So, und Vero, du fängst an mit deinen Levels, dir erstmal die Spitzhacke, die Axt, die Speere und die Steinschleuder zu craften dann, sobald du das hast. Sag mal, wer kann eigentlich... Ah, okay. Warum rennt die Sau weg? Was ist da hinter dem Stein? Alter! Die Sau hat den Stein umgenietet! Warum rennt die denn weg? Oh, da hinten ist ein Frosch. Alter. Ein Riesenfrosch. Wieder alle hinrennen. Vorsicht, die können euch... Die können euch... Das ist ein Frosch, ja. Welches Level hat der? Wollen wir angreifen? 12. Das sieht süß aus. Du darfst die aber nicht mit Speeren angreifen, ne, oder so, weil... Hat die den mal angegriffen? Ich habe ihn angegriffen. Okay. Oh, leck. Ja, leck, im wahrsten Sinne. Aua. Wo seid ihr? Was macht Halleluja. Ihr? Halleluja. Ach, das sind eine Feder. Warum darf man die nicht mit Speeren angreifen? Ey, warum haut ihr denn ab? Jetzt bin ich alleine gegen den, oder was? Ach so, ihr wollt das viel zähmen. Ja, natürlich. Also bist du. Jetzt ist meine Steinschleuder ist kaputt. Ah! Oh, fuck! Oh Gott, hat mich umgebracht. Okay, wir müssen es töten, das hat kein... Ich bin benommen. Oh, ich bin auch nur benommen, ja. Ich bin noch gar nicht richtig tot, ja. Wir schmeißen einen Stein drauf. Ich bin tot. Ja! Okay, wir schaffen den nicht. Nee, warte mal. Doch. Jetzt macht der alles kaputt von mir! Drecksvieh, Alter. Wir können in unserem Schlafsack wieder starten, ne? Das kann sein, ja. Alter, ich bin doch benommen. Nein! Scheiße, ey. Okay, wir müssen echt erstmal unsere Hütte aufbauen und dann... Nicht diese leichtsinnigen Dinge, junge Damen, ja? So, wo bin ich jetzt gelandet hier? Du hast den angegriffen, habe ich gedacht. Helfe ich dir. Ja, unlucky, ne? Von was habe ich gerade einen Schlafsack gemacht, hey? Bitte die Piranhas, nein! Also ich bin an unserem ersten Spawn wieder gelandet. Das war vielleicht ein bisschen blauäugig hier. Wobei, der Frosch hat mich in Ruhe gelassen. Ich lebe noch. Vielleicht komme ich noch wieder. Ich bin schon wieder tot. Warte mal, wie läuft's da? Oh mein Gott, ich muss so viel bearbeiten. wer läuft denn da gerade rum noch? Das bin ich. Komm mal bitte zu mir, ich lebe noch. Geh mal bei mir ins Inventar und tu mich mit irgendwas, wie heißen die, Bären, Forstfieden. Forstfieden? Timberries oder was? Alle möglichen Bären. Ja, Timberries bitte. Findest du in Siebenstein. Oder in meinem Superlager, zur Not. Finde. Oh Jungs, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Augenblick, wir kommen sofort wieder, bis gleich.